Ich hätte jetzt einmal gesagt, mach mal Reaction, eine schnelle, bevor wir zocken, weil ich hätte ein Video gefunden, was interessanter hört, nämlich echte Menschen, die auf extrem dumme Weise starben. Mit diesem Video wollen wir in keinster Weise nahelegen, dass die Verstorbenen in diesem Video dumm waren. Die Fälle in diesem Video sollen lediglich als Beispiel dienen, um zu demonstrieren, wie unglücklich und vermeidbar Todesfälle manchmal sein können. Bitte geht in den Kommentaren respektvoll mit den im Video genannten Personen um. Dann darfst du ein Video aber nicht machen, mein Freund, weil du kannst dann das Titel, die dümmsten... Wie, warte mal ganz kurz, dass, wir uns, dass ich das jetzt nicht am Blödsinn sage. Da, echte Menschen, die auf extrem dumme Weise starben, schreiben... Und dann meinen, dass die Leute nicht dumm... Ja, muss jeder selber wissen. Manche Schicksale sind so absurd, dass man kaum glauben kann, dass sie echt sind. In diesem Video erfahrt ihr die unglaublichsten Geschichten von Menschen, die auf extrem dumme Weise ums Leben kamen. Von peinlichen Missgeschicken bis zu wirklich fragwürdigen Entscheidungen. Du warnst uns am Anfang, dass wir respektvoll in den Kommentaren umgehen sollen und dass du nicht der Meinung bist, dass die Leute dumm waren, die was in dem Video genannt werden. Und sagst uns da im Intro einen nockerten Bergsteiger, der was pudelnockert, eine Stauwand hochkrallt. Wie würdest du den Menschen bezeichnen? Jetzt ohne, dass ich denunzierend sein möchte. Aber was muss passieren? Was muss in den Kopf vorgehen, dass da du denkst, am Samstagnachmittag bei 25 Grad im Schaden, ich krag's jetzt nockerte Stauwand drauf, weil ich's kann. Was muss da in deinem Kopf vorgehen? Aber naja, er ist vielleicht so intelligent, dass er schon wieder dumme Sachen macht. Bleibt also unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Los geht's mit einem tragischen Ereignis, das sich 2015 im amerikanischen Freizeitpark Cedar Point in Ohio zutrug und das... Jetzt werdet's gleich wieder einen Grund sehen, warum liebe Mark Ray auf keinen Fall auf eine Achterbahn steigt. ...die ganze USA erschütterte. Damals war ein Lehrer namens James Young zusammen mit seiner 9. Klasse auf einem jährlichen Besuch im Freizeitpark. Dort setzte er sich dann in eine Achterbahn namens Raptor. Achterbahn, böse, böse. Ich finde, Achterbahnen sind sowas hirnrissig Sinnloses und sind nur darauf ausgelegt, dir so richtig die Scheiße aus dem Darm zu prügeln. Sonst haben Achterbahnen keinen Sinn. Das ist ja kein Adrenalinkick mehr, das ist eine Todesangst, was man da drauf hat. Und vor allem ich mit Höhenangst, ich bin in meinem Leben einmal auf so einer Kinderachterbahn mitgefahren. Alter, ich war traumatisiert. Die mit zahlreichen Überschlägen und 45 Metern Höhe nichts für Schwachen. Allein ich, wenn ich da schon drauf denke, was alles schief geil kann, ein Materialfehler und alle sind wir hin. Wisst ihr, was ich meine? Da muss ich nicht einmal der Betreiber was dafür können. Da sind zigtausende Schrauben. Wenn da nur fünf schwach gemacht worden sind und die brechen genau zur richtigen Zeit, dann fliegst du da teilweise 30 Meter in den Tod und das mit Fullspeed. Allein ich, wenn ich mir das schon in meinen Kopf alles ausmal, weiß ich, warum ich mich auf sowas nie drauf setzen würde. Nerven ist. Doch die Achterbahnfahrt an sich war überhaupt nicht das Problem. Erst beim Rausgehen merkte Young, dass er während der Fahrt sein Handy bei einem der Loopings verloren hatte. Von außen konnte er sogar durch den Zaun sehen, an welcher Stelle das Telefon lag. What the fuck? Er ist nicht einmal wegen der Achterbahn. Was passiert denn jetzt? Er fragte die Mitarbeiter also, ob er schnell über den Zaun klettern dürfte, um das Handy zu holen. Sie sagten allerdings, dass er damit noch bis zum Ende der Öffnungszeiten warten solle, um den Fahrtablauf nicht zu unterbrechen und selbst nicht zu nah an die Schienen zu kommen. Darauf wollte er jedoch nicht hören und er... Willst du mir jetzt erzählen, dass der da drüber kraxelt ist, zu seinem Handy gegangen ist und er ihm dann die fahrende Achterbahn mit Leid drauf erschlagen hat? Nicht wirklich, oder? Stieg kurzerhand selbst über den Zaun und hob sein Handy unweit der Schiene auf. Dort kam es dann jedoch, wie es kommen musste, und er wurde von einem vorbeifahrenden Wagen bei vollem Tempo von 92 km/h erfasst. Ja, jetzt aber mal ohne Schmäh. Wie? Wie kann dir das passieren? Wie? Mach doch die Augen auf, wenn du eh schon gewarnt worden bist vor den Mitarbeitern, dass die Achterbahn weiterfährt, dann schau doch vorher, wo die ist, bevor du die da zu dein Handy zu wie bugelst. Es tut mir leid, aber wie würde man so einen Menschen bezeichnen? Außer, Entschuldigung, dämlich. Leider konnte ihm keiner mehr helfen und sein Leben... Na, ist klar, wenn die da mit über 90 direkt am Schädel trifft, dass da nicht mehr viel passiert. Dass da das Lamperl ausblasen ist. Die Kerzen ist erloschen. Also Entschuldigung, ich will echt nicht respektlos sein. Aber wie kann so etwas geschehen? Der Typ ist Lehrer. Der war mit seiner Schulklasse dort. Ein erwachsener, studierter Mensch.
hat so einen Kurzschluss in seiner Birn, dass er nicht einmal auf die Idee kommt, bevor er zu seinem Handy zu wie geht. Das muss er ja sehen, dass die Schienen genau da drüber führen, dass er nachschaut, wo sich gerade die Achterbahn befindet, bevor er zu wie greift. Also tschuldigens. Und die Kinder, die was mit ihm dort waren, sind alle jetzt traumatisiert für ihr Leben. Eben war sofort beendet. Bis heute fragen sich vermutlich alle Angehörigen, warum er nicht bis zum Ende der Fahrtzeiten warten konnte. Okay, wenn er auch nicht warten hat können, ich sehe doch, wo sie ist, die Achterbahn. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich war es schon dumm genug, dass er nicht gewartet hat, obwohl die Mitarbeiter gesagt haben, er soll warten. Aber dann auch noch einfach blindlings zum dein Handy zu wie steuern, ohne links und rechts zu schauen. Ebenfalls schrecklich war das, was dem 57-jährigen YouTuber Thor Eckhoff aus... Woher wissen wir, dass der 57 ist? Ich muss schon, also wissenswert macht schon Hardcore-Recherchen, das muss man ja schon lassen. Also wirklich, das ist schon fast das FBI aus Deutschland. Wie kommen die auf die Idee zu wissen, dass der Mensch 57 ist? Fällt mir jetzt irgendwie nicht ein. Ich frage mich echt, wo die ganzen Hintergrundinformationen herkriegen. Aus Norwegen 2021 passierte. Er tat nämlich etwas, vor dem man eigentlich schon als Kind gewarnt wird, da es nicht nur sehr gefährlich ist, sondern oft auch total Was meinst du? Bei jedem Clip einmal zuerst an der Wodkaflaschen nuckeln oder um was geht's jetzt da? Der hat jetzt bei jedem Clip an seiner Flaschen gezogen. Überlegt. Und zwar aufs ungesicherte Eis zu gehen. Doch von vorn. Thor Eckhoff war eigentlich ein normaler Fabrikarbeiter, der seine fast 1,4 Millionen Fans immer wieder bei seinen Trips durch... Also jetzt mal ganz ehrlich, gell? Der war mal sicher kein normaler Fabrikarbeiter mehr. Weil mit 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube werden einmal seine Videos sicher zwischen 100 und 200.000 Mal aufgerufen, wenn er welche macht. Und glaube mir, dann bist du kein Fabrikarbeiter mehr. Wenn du 1,4 Millionen YouTube-Abonnenten hast und deine Videos regelmäßig hochlohnst, dann brauchst du nichts mehr arbeiten gehen in Fabrik. Weil da hast du im Schnitt, sag ich mal, so 100, 200, 300.000 Aufrufe bei so einem Video. Wisst ihr, was das Cash ist? Also das kann man nicht erzählen, dass der noch in irgendeiner Fabrik gearbeitet hat, außer vielleicht als Manager, weil sie ihm gehört hat. Durch die norwegische Natur mit Namen. Er machte Roadtrips durch die Berge, wanderte durch verschneite Regionen. Lief nur in der Unterflak im tiefsten Schnee und haut sie dann direkt ein, also ein richtiger Adrenalin-Junkie. Und fuhr mit einem Boot über die malerischen Seen seines Landes. Auf den ersten Blick also Dinge, die einfach nur schön sind. Frisst der Kiwi samt ein Pickel drauf, er ist ein richtiges Naturtalent, der Mensch. Da er zudem extrem erfahren darin war, die Natur zu erkunden, hätte... Der war nicht erfahren darin, die Natur zu erkunden, der war erfahren darin, seinen eigenen Körper so zu vergenautwurzeln, dass es ja ein Wunder ist, dass er überhaupt 57 geworden ist. Bei jedem Videoclip, was jetzt auf einem gezeigt worden ist, macht er Sachen, was kein normaler Mensch tut. Niemand Aber immer, Alter, hat der eine Partnerschaft mit dem Wodka-Verein gehabt oder ist das einfach sein Lebenselixier? Egal in was für ein Video, überall ist ein Wodka-Pudel. Gedacht, dass und natürlich wieder draus sagen, an was ist der gestorben? Leberzirrhose während dem Videodreh? Sein Leben aus dem Nichts auf bedauernswerte Art enden würde. Im November 2021, ausgerechnet an seinem Geburtstag, macht er sich jedoch zum Jakobsdamm in Kongsberg auf. Also einem See, der im Winter oft zufriert. Dort begab er sich trotz recht milden Temperaturen aufs Eis, um mit einer Kettensäge ein Loch zu sägen. In diesem Loch wollte er dann schwimmen und seine Resistenz gegen die Kälte unter Beweis stellen. Doch es kam zur Tragödie. Als er sich nach einigen Minuten wieder auf das Eis begeben wollte, war dies nämlich aufgrund der warmen Temperaturen so... Das ist alles mitgefilmt worden? ...instabil geworden, dass es beim Aufstützen immer wieder brach. Eckhoff kam also nicht aus dem eiskalten Wasser raus und kämpfte mit aller Kraft ums Überleben. Doch leider zu spät. Zwar konnte er noch von einem Boot gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden, dort verstarb er dann jedoch aufgrund zu langer und zu starker Unterkühlung. Aber da muss ich jetzt sagen, so gewisse Adrenalin-Junkies, die spülen sich halt so lang mit ihren Leben, bis es schief geht. Warum muss der da irgendwo mitten auf den See gehen? Wieso nicht irgendwo am Rand, wo er sich vielleicht noch retten hätte können früh genug? Wieso muss man da mitten draufhatschen und tut dann ein Loch rein rum? Das sind die Adrenalin-Junkies und genug vor die Adrenalin-Junkies sind im Laufe der letzten Jahrzehnte gestorben, weil sie es übertrieben haben, weil sie sich selber einfach überschätzt haben. Weißt du, wenn es 20 Mal gut geht, kann es beim 21. Mal trotzdem noch schief gehen. Aber so gewisse Leute, wenn es oft genug funktioniert, sind sie teilweise der Meinung, einer kann nichts passieren. Und dann werden sie leider Gottes eines Besseren belehrt. Natürlich könnte man nun sagen, dass es...
Damals 880 Pickel kannst du tatsächlich essen. Das mag schon sein. Du kannst dann den A4-Zettel fressen, wenn es dir Spaß macht. Aber das im Du ist ja trotzdem nicht. Kann schon sein, dass man das Pickel auf der Kiwi mitjausen kann. Du kannst einen Apfelstuhl mitfuttern. Du kannst Rinden fressen. Das geht alles. Papier, alles. Alter, du kannst sogar, wenn, was dir zur Not esse ich auch Klopapier. Mach es, wenn es dir Spaß macht. Ich find's trotzdem reidig. Wohl nicht die klügste Idee war, sich in so ein Eisloch zu begeben. Auf der anderen Seite hat aber auch ein Mensch, der mit seinen Videos extrem vielen Fans Freude bereitet hat, sein Leben unerwartet und traurigerweise verloren. Man kann aber auch durch Dinge sein Leben verlieren, die eigentlich absolut harmlos sind. Zum Beispiel durch Wasser trinken. Im August. Leute, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau das sein wird, was ich denke, aber es gibt so ein Sprichwort: Die Menge macht das Gift. Auch Wasser kann dich töten, wenn du zu viel davon konsumierst. Wobei ich bilde mir ein, ich habe einmal gelesen, die Menge ist bei 14 Liter erreicht. Also das schafft, auf normale Art und Weise schaffst du es praktisch gar nicht, so eine Menge zum Trinken. Aber schauen wir mal, um was es da jetzt geht. August 2023 trank die amerikanische Familienmutter Ashley Summers bei über 30 Grad 1,9 Liter Wasser. Das ist zwar tatsächlich relativ viel, was jedoch danach passierte, hatte niemand erwartet. Jetzt bin ich gespannt, weil 1,9 Liter sollte die eigentlich noch nicht haben dran. Ihr Körper kam mit dieser Menge an Flüssigkeit nämlich überhaupt nicht klar und kollabierte komplett. Sogar so sehr, dass sie auch im Krankenhaus nicht wiederbelebt werden konnte. Oha, was wegen 1,9 Liter? Ich meine, 1,9 Liter wegexen ist schon eine Mission. Schafft nicht jeder. Aber sollte nicht der Körper, wenn es ihm zu viel ist, mit Erbrechen reagieren, bevor es kollabierst? Azi, 2 Liter solltest du am Tag trinken, nicht auf einmal. Es geht darum, dass sie 1,9 Liter weggeext hat. Dies ist jedoch tatsächlich nicht der einzige Fall dieser Art. Immer wieder sterben Menschen, nachdem sie zu viel Wasser getrunken haben, da ihre... Wie gesagt, und deswegen, wenn irgendwer zu mir sagt, sauf nicht so viel Energy, sauf nicht so viel Kaffee, ihr seht ja, was Wasser den Körper antut. Wasser kann dich töten. Da bumsen die Fische drinnen. Das ist Gift. Na, Scherz, sauf das weiter. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Menge da schon erreicht, dass man drauf geht. Nieren diese Menge an Flüssigkeit nicht verarbeiten können. Die restlichen Organe ertrinken dann dementsprechend und können nicht mehr mit Sauerstoff und Blut versorgt werden. Ungeahnte Folgen hatte auch ein Livestream des damals 13-jährigen Teenagers Malaki Hemphill, der auf Instagram eigentlich nur seinen Freunden im Stream Sachen zeigen wollte, die bei ihm zu Hause rumlagen. Neben alltäglichen Dingen nahm er irgendwann jedoch eine Schusswaffe zur Hand. Amerika, wo 13-Jährige im Livestream mit einer Schusswaffe hantieren. Das ist Amerika. Also ich muss schon dazu sagen, gell, ich bin schon weiterhin sehr froh, dass wir doch in Ländern hier leben, in Mitteleuropa, wo die Waffengesetze um einiges strenger sind als wie in Amerika. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo auch ein 13-Jähriger Instagram-Streamer mit einer Pistole im Stream herumhantiert. Und von der schnell klar wurde, dass er sie nicht richtig kontrollieren konnte. Dass er die Waffe dann auch noch aus Versehen entriegelt und dann in den Lauf guckt, hätte aber wohl niemand gedacht. Die Pistole auf sich selbst gerichtet, ging dann auf einmal ein Schuss von ihr los, der den Teenager sofort ausschaltete. Seine Freunde im Livestream dachten zunächst noch, es handelt sich um irgendeinen krassen Prank. Schnell mussten sie jedoch feststellen, dass sie ihren Kumpel gerade das letzte Mal gesehen hatten. Vermutlich wäre das nie passiert, wenn die Waffe nicht einfach frei herumgelegen hätte. Vor allem, wenn dann auch noch Menschen, so wie in dem Fall sicher seine Eltern, so verantwortungslos mit dem umgängen. Die haben Kinder im Haus und lassen die Waffen irgendwo rumliegen. Ich meine, normalerweise kehren da die Eltern wegen fahrlässiger Tötung einbuchtet. Ganz normal, ganz normal. Das ist meine Meinung. Wenn sowas passiert, das ist ja nur durch die Fahrlässigkeit des Waffenbesitzers, und ich gehe davon aus, das wird der Vater oder die Mutter gewesen sein, passiert. Dass der 13-jährige Bärsch überhaupt da hinkommt zu der Waffen. Dafür sind die Eltern verantwortlich und dafür gehören sie zur Rechenschaft gezogen. Ganz normal. Der nächste Fall wäre im wahrsten Sinne des Wortes vermeidbar gewesen. Es geht dabei um einen Anwalt namens... Jeder dieser Fälle wäre im wahrsten Sinne des Wortes bis jetzt vermeidbar gewesen. Der eine Todel hätte nicht deppert im Eis rumkraxeln sollen, der andere hätte sich nicht mit der Birne gegen eine Achterbahn stemmen sollen, der vorher hätte seine Schusswaffen nicht in die Hand nehmen sollen und die letzte hätte halt nicht schlucken sollen wie sonst jeder Mal oder wie so ein Schluckspecht. Also da war jeder vermeidbar gewesen. Namens Gary Hoy, der 1993 in einem Wolkenkratzer in
Toronto gearbeitet hat. Immer wieder wollte er dabei seine Gäste beeindrucken, indem er ihnen die vermeintliche Stabilität seiner Fenster... Ja, das ist immer gut. Das ist. Ich schmeiß mir auch immer, wenn ich im 60. Stock bin, gegen die Scheiben, weil ich meinte, halt das schon aus. Das ist eine ganz gute Idee. Mehrere hundert Meter über dem Boden demonstrierte. Viele wollten ihm nämlich nicht glauben, dass seine Kanzlei vermeintlich unzerbrechbare Fenster hatte. Mhm. Hoy rannte also regelmäßig mit voller Geschwindigkeit auf die Scheiben zu und... Das Problem ist, nachdem er schon 20 Mal mit seinem Wasserschädel gegen die Scheiben knallt ist, war er so deppert, dass er beim letzten Mal vielleicht sogar noch eine Schere in der Hand gehabt hat. Sprang dann mit aller Kraft gegen sie. Nachdem das unzählige Male auch ohne nur einen kleinen Riss funktioniert hatte, könnt ihr nun raten, was bei seiner letzten Aktion dieser Art passierte. Der hat dann einen Free Willy gemacht, Alter. Aber weißt du was, Alter? Hätte Red Bull gewusst, dass er das macht, die hätten ihn unter Vertrag gestellt, bevor er den Sprung durchgezogen hätte. Aber hundertprozentig. Genau. Das Fenster zerbrach völlig unerwartet und Gary Hoy stürzte aus mehreren hundert Metern in den Abgrund. Alter, das, was da unten aufklatscht, gell, das kannst du nur noch mit einer Hilti wegkratzen. Da brauchst du nichts mehr mit einer Schaufel zu, gell. Wenn der da über hunderte Meter runterstürzt, das ist ein reiner, Alter, das ist ein Mousse. Das, was da unten dann liegt, das ist ein Apfelmus. Frisch püriert. Das ist ja krank. Wenig überraschend überlebte er diese Aktion nicht und viele fragen sich bis heute, warum um alles in der Welt er diese Aktion immer und immer wieder durchführt. Ich darf es nicht sagen, weil es wurde am Anfang des Videos darauf hingewiesen, dass keiner behaupten möchte, dass die hier gezeigten Menschen dumm sind. Deswegen sage ich es jetzt einfach nicht und schau weiter. Kommen wir als nächstes nach England, genauer gesagt in das kleine Städtchen North Yorkshire, in dem es 2005 zu einer Tragödie kam, die das ganze Land erschütterte. Damals machte sich eine Gruppe Schüler auf den Weg, um einige der umliegenden Höhlen zu erkunden, so wie sie es jedes Jahr taten. Was dieses Mal neu war, war, dass sie sich erstmals in das sogenannte Manchester Hole trauten. Ein Loch, das 12 Meter unter die Erde geht und dort eine atemberaubende Tropfsteinhöhle beherbergt. Von dieser Tropfsteinhöhle führen zahlreiche, extrem schmale Tunnel in alle Richtungen, wobei man sich nur schwer durch die matschigen Wandengen. Ich würde mich niemals in mein Leben in eine Höhle begeben, die nicht offiziell freigegeben ist. Wo nicht vorne ein kleiner Portier sitzt und dir Minimum einen Zehner dafür anknöpft, dass du da einigen darfst. Also irgendeine Höhle, die wo ich irgendwo im Wald sehe, kraxle ich niemals rein. Niemals! Das kann nur schief gehen. Zwängen kann. Dennoch hielt das die Schüler damals nicht davon ab, immer tiefer unter die Erde zu steigen. An einer Stelle mussten sie sogar kriechen, um es in einem bestimmten unterirdischen Raum zu schaffen. Und genau das wurde einem der Schüler namens Joe Lister zum Verhängnis. Während die Jungs in dem Höhlensystem waren, fing es draußen nämlich an zu regnen, weshalb sich auch die Räume unter der Erde immer mehr mit Wasser füllten. Irgendwann setzte eine regelrechte Flut ein, weshalb die Schüler irgendwie versuchen mussten, wieder aus der Höhle herauszukommen. In einem panischen Kampf gegen die Zeit schwammen sie durch die nun durchfluteten Gänge, ehe sie es wieder an die frische Luft schafften. Joe Lister hatte jedoch kein Glück. Er blieb in einem der Gänge stecken und ertrank so unter Wasser. Vermutlich hätte ein Trip wie dieser nie stattfinden dürfen. So vermutlich? Oder so bedeutete er das tragische Ende. Du geile Butterblume, du Schöne! Ein anderer Mensch, danke. Der Risiken wahrscheinlich nicht so richtig einschätzen konnte, war Austin Howell. Ein Kletterer, der über Jahre hinweg immer... Da waren wir wie bei dem Thema Adrenalin-Junkies. Der kraxelt da ohne Sicherung, ohne irgendwas, irgendwo ein paar Stahlwände umeinander. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, das, was passiert. Schaut sich den an, wie der da herumkraxelt. Als würde er am Sonntagmorgen zum Bäcker spazieren. Da ist keine Ausrüstung, nichts dabei, keine Helm, keine Sicherung, nichts. Wahrscheinlich hat er noch die... gerade, dass er nicht mit den Crocs da aufkraxeln probiert. Ich meine, bei solchen Menschen, da ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis was passiert. Immer wieder atemberaubende Routen in den Bergen absolvierte und seine Videos davon ins Internet stellte. In der Kletterszene sorgt er immer wieder mit krassen Aktionen für Aufsehen. Wie zum Beispiel zwei... Das ist halt leider, weißt du, wenn du irgendwann wirklich einfach nur noch gesehen werden willst. Du tust alles dafür, Hauptsache du wirst gesehen. An dem Punkt ist der Mensch angekommen. 2017, als er komplett nackt eine 100 Meter hohe Felswand in North Carolina... Aber die Mütze, die sitzt. ...Carolina erklomm. Seinen Fans war dabei schnell klar, dass er anders war als andere Kletterer. So gab Howell unter anderem 2018 bekannt, dass er die Diagnose einer bipolaren Störung erhalten hatte, die immer wieder für depressive und manische Phasen sorgte.
Genau in dieser Zeit begann er auch ohne Seil oder andere Sicherungen zu klettern, was natürlich auch das Risiko abzustürzen massiv erhöhte. Und das, obwohl er wirklich ein wahnsinnig guter Kletterer war und seine Routen sehr genau plante. Nachdem er bereits in einer Kletterhalle aus 10 Metern Höhe gestürzt war und eigentlich hätte aufhören sollen, brach er 2019 nämlich zu einem Trip zum berüchtigten Short of Mountain in North Carolina auf, von dem viele sagten, dass es absolut wahnsinnig sei, diesen ohne Seil zu erklettern. Sowohl sein bester Freund als auch sein Vater wollten ihn davon noch abhalten. Jedoch stürzte er genau auf diesem Trip aus 25 Metern Höhe ungebremst in die Tiefe. Es war das traurige Ende eines extrem talentierten Fußballers. Nee, das war ich weiß nicht, traurige Ende, das war vorhersehbar, dass sowas irgendwann passieren wird. Zuletzt kommen wir nun noch zu einem tragischen Fall, der zeigt, wie gefährlich extreme esoterische Einstellungen in manchen Fällen werden können. Es geht dabei um einen jungen Deutschen namens Finn Bogumil. Ich glaube, von denen haben schon einige gehört. Finn Bogumil beschäftigte sich als junger Erwachsener viel mit Esoterik und wurde so zu einem Anhänger der Idee der Lichtnahrung. Mhm. Die Vorstellung hinter diesem Esoterik... Wenn du was Lichtnahrung leben könntest, dann war es der verschiedene Photovoltaikanlage und würdest irgendwo, auf einen Dachel picken, mein Freund. Aber ja, es gibt wirklich Menschen, ich weiß nicht, wo der Fehler sitzt, wo das passieren muss. Der Moment, wo du einbüttst, du kannst von Sonnenenergie leben. Ich weiß nicht, hat dich der Vater deppert droschen, bist ein paar Mal gegen den Tierstock gerannt, bist irgendwo runtergekugelt, mit dem Schädel auf eine Betonplatte klatscht, ich weiß es nicht. Aber kein normaler Mensch kann mir erzählen, dass er wirklich glaubt, er kann von Sonnenenergie alleine leben. Das wird, du musst so verwirrt im Schädel sein. Im esoterischen Konzept ist es, dass es für Menschen möglich sei, komplett auf Nahrung und Wasser zu verzichten. Natürlich. Stattdessen soll der Körper unter bestimmten Voraussetzungen in der Lage... Ich is auch nix, ich steck mich ein. Wenn ich Energie brauche, ich hab da hinten ein 32 Volt Kabel aus meinem raus und das steckt jetzt gerade da rechts in der Steckdose drinnen, da unten, Entschuldigung, damit ich mich auflohnen kann. Weil wer braucht Lebensmittel als Mensch? Ich meine, natürlich ernähre ich mich von Energie. Ist ja ganz klar. Wisst ihr, blöd ist, wenn ihr ein Glas Wasser drüber schiebt, weil dann fängt es zum Jucken an. Dann muss ich mit dem Finger in die Lage sein, seine Energie nur aus feinstofflichen Quellen wie Sonnenlicht und Atemluft zu erhalten. Die Vorteile davon seien dann eine höhere... Weißt du, wenn es der Wal wärst, dann könntest du ja wenigstens noch das Plankton aus dem Meer rausfüttern. Das ist auch so klar, dass du das fast nicht erkennst. Aber du bist das nicht! Und ich glaube nicht, dass wir Menschen dazu neigen, uns von Staubpartikeln ernähren zu können. Weil sonst huckert ich den ganzen Tag beim Auspuff von meinem Ram und würde das fressen. Kostet mich weniger. Spirituelle Energie und Reinheit. Obwohl es für dieses Konzept der Lichtnahrung keine medizinische oder biologische Evidenz gibt, glaubte Finn so fest daran, dass er sich 2019 auf den Weg in den karibischen Dschungel machte, um so intensiv zu fasten, dass er zu einem sogenannten Lichtköstler wird, also einem Menschen, der ohne Essen und Trinken auskommt. Bei diesem Fasten kam es jedoch zur schlimmsten aller Tragödien. Finn wurde nach mehreren Wochen, die man nichts von ihm gehört hatte, leblos an einem kleinen Lager im Urwald gefunden. Er hatte sich tatsächlich zu Tode trocken gefastet. Er war damit der erste Deutsche seit 20 Jahren, der bedauerlicherweise aufgrund des Lichtnahrungskults sein Leben verlor. Möge er in Frieden ruhen und sein Tod als Beispiel dienen, wie wichtig es ist, esoterische und andere Kulte kritisch zu hinterfragen. Noch einmal, ich möchte hiermit betonen, das sind keine dummen Menschen in dem Video. Sie sind besonders, okay? Jeder für sich war ein besonderer Mensch, okay? Wir wollen hier nicht das Wort dumm hören. Sie waren besonders, hatten besondere Fähigkeiten, durch die sie leider verstorben sind. Fertig. Das ist alles, was wir dazu sagen. Wir wollen da ja niemanden denunzieren. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.